Hallo ihr Lieben, ich möchte euch jetzt ein Buch vorstellen und das ist Furien von Richard Layman. Vorneweg, mir hat es schon sehr gut gefallen und ja, wenn euch dieses Buch interessiert, dann bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß. Ich möchte euch dieses Buch vorstellen. Es ist von Richard Layman Furien im Festa Verlag erschienen. Und von Richard Layman habe ich vorher noch nichts gehört, deswegen natürlich auch nichts gelesen. Und nach diesem Buch werde ich ihn auf jeden Fall im Auge behalten, weil mir hat das Buch sehr gut gefallen. In diesem Buch, dieses Buch beinhaltet eine etwas längere Kurzgeschichte oder eine kurze normale Geschichte. Die geht über 150 Seiten, also längere Kurzgeschichte würde ich sagen, und 12 weitere Kurzgeschichten, die sich im Rahmen von, ich glaube, die kürzeste war 3 Seiten und dann bis 20, 25, 30 Seiten oder so ziehen. Die etwas längere Geschichte, die erste Geschichte, in der geht es um Marti. Marti ist eine junge Frau, die 10 Jahre vor der Zeit, in der diese Geschichte im Moment spielt, vergewaltigt wurde von Willy. Und Willy wurde dabei erwischt, wie auch immer man das jetzt genau nennen möchte, und kam ins Gefängnis. Und 10 Jahre später kam er wieder frei. Und Marti sitzt ganz normal, wie an jedem gewöhnlichen Tag, sitzt sie mit ihrem aktuellen Freund im Kino, schaut sich einen Film an und dreht sich dann irgendwann, wie man das im Kino so schön macht, mal um und schaut, wer so alles da ist. Und ein paar Reihen hinter ihr sitzt Willy, der sie vor 10 Jahren vergewaltigt hat. Und Willy möchte seine Sache gerne zu Ende bringen, weil er wurde ja unterbrochen und dann muss man das natürlich beenden. Und er hat quasi noch eine Rechnung offen und diese möchte er gerne, bezahlen sozusagen. Und ja, das ist für Marti jetzt nicht so toll, weil Willy fängt sie an zu jagen. Und Marti versucht zu fliehen und ja, wie das halt alles so ist. Und Willy hat sich vor allem vorgenommen, dass er es noch wilder treiben möchte als geplant eigentlich, weil er möchte sich für Marti hat was ganz Besonderes oder hat sich was ganz Besonderes überlegt und das wird ein Heidenspektakel, so stellt er sich das zumindest vor. Und Marti ist aber nicht ganz so schwach, wie er denkt. Also sie ist schon eine starke Persönlichkeit und teilweise muss ich sagen, als so einen kleinen Minuspunkt, ich fand sie nicht immer ganz authentisch von ihrem Verhalten her. Das hat mich an manchen Stellen gestört, nicht wirklich, aber ist es mir halt einfach aufgefallen. An manchen Stellen ist mir aufgefallen, dass ich persönlich ihr Verhalten nicht ganz so authentisch und realistisch fand. Aber da konnte ich drüber hinwegsehen eigentlich in den meisten Fällen, beziehungsweise eigentlich in allen Fällen. Mir ist halt nur, wie gesagt, manchmal aufgefallen. Und ansonsten fand ich die Geschichte einfach gut. Mehr brauche ich ja so zu gar nicht zu sagen, weil an sich fand ich die Geschichte echt gut. Und dann geht es halt weiter mit 12 Kurzgeschichten. Da ist eine handelt von Vampiren und eine handelt von so einem komischen, von irgendeiner eigenartigen Kreatur. Ich weiß nicht genau, was sie war. Also auf jeden Fall nichts, was auf unseren Straßen wandelt, hoffe ich zumindest. Das wäre, glaube ich, echt eklig, wenn sowas, ja, wäre eklig. Ja, ansonsten sind das alles mehr oder weniger normale Menschen, also auch total geisteskrank in ihren Ansichten und sehr kranke Persönlichkeiten, würde ich mal sagen. Aber sehr, sehr geil gemacht. Also Richard Layman hat da Charaktere ins Leben gerufen, die einfach nur, cool sind. Wirklich cool. Seine ganzen Charaktere sind einfach nur sehr authentisch, muss man sagen. Also man kann verstehen, warum sie so handeln.
Auch wenn das teilweise echt, also nein, man kann nicht verstehen, wieso die so handeln, aber es kommt relativ authentisch rüber, wie sie handeln. Also man denkt nicht, hey, warum das geht doch nicht, was der da tut oder so. Also man stört sich da an den Charakteren nicht irgendwie. Und ja, also das sind teilweise, also was ich an diesem Buch so toll finde, dieser Ideenreichtum von Richard Layman, ist einfach nur gigantisch, was er da alles für Ideen in seinem Kopf hat. Und ja, also dieses Buch hat mich wirklich beeindruckt. Was ich zum Schreibstil noch sagen kann, normalerweise bin ich jetzt nicht so ein Fan von Kurzgeschichten. Aber bei diesem Buch muss ich wirklich sagen, beziehungsweise wenn ich Kurzgeschichten teilweise von anderen Autoren lese, habe ich oft das Gefühl, als wäre das nur aus irgendeiner längeren Geschichte rausgerissen. Einfach nur so ein Abschnitt von einer eigentlich längeren Geschichte. Und das hatte ich bei dem Buch nicht. Ich hatte mich bei keiner Kurzgeschichte gefragt, von wegen, was war denn alles vorher und was passiert nachher, sondern das war, es gibt einfach nichts vorher und nichts nachher. Das war so passend. Also er kann meiner Meinung nach wirklich gut Kurzgeschichten schreiben, was lange nicht jeder Autor kann. Und ja, was so den Ekelfaktor, sage ich mal, betrifft, Richard Layman weiß ohne Frage gut, Grenzen zu überschreiten. Aber bevor er dann noch eine Grenze nochmal ins, ja, sage ich mal, nicht mehr ertragbare überschreiten will, dann geht er wieder einen Schritt zurück. Also er übertritt meines Erachtens nie die Grenze, wo man sagt, jetzt geht's nicht mehr. Und das finde ich so gut, weil das hatte ich in ein paar Thrillern schon, wo ich, ups, mein Hocker ist gerade umgefallen, wo ich meine Füße immer drauf habe. Bei anderen Thrillern hatte ich das schon, wo ich echt nur dachte, boah, nee, komm, das ist jetzt echt zu eklig oder zu pervers, das muss jetzt echt nicht sein und so. Und sowas mag ich nicht. Also, ich will bei einem Buch nicht mit dem Gedanken spielen, warte, muss ich jetzt zur nächsten Toilette laufen und mich übergeben oder sowas. Ich bin da nämlich niemand, der da eigentlich sehr, sehr zart besaitet ist, aber manchmal fand ich schon, dass das ein bisschen zu weit ging. Und das finde ich bei Richard Layman einfach gut. Er schreibt nicht total lahm und langweilig, sondern er überschreitet gekonnt Grenzen, aber übertreibt es nicht so dermaßen und schafft es trotzdem, seine Leser komplett in den Bann zu ziehen und so. Und das finde ich das Besondere an diesem Autor. Ja, was mich von ihm so fasziniert hat, weswegen ich ihn auch auf jeden Fall im Auge behalte und mir dann noch weiter Bücher rauspicke, die ich gut finde und die ich noch lesen möchte. Und ja, das finde ich bei ihm einfach so besonders, muss ich einfach so sagen. Ansonsten, gibt es zu dem Buch sonst noch was zu sagen? Ja, eigentlich nicht. Das war, glaube ich, so das Wichtigste zu dem Buch. Mir hat es halt, wie gesagt, sehr gut gefallen. Und wenn man jetzt zu der Vergabe kommt, zu der Sternevergabe, 5 Sterne würde ich diesem Buch nicht geben, weil es trotzdem nur Kurzgeschichten sind. Und weil, ja, das ist jetzt schwierig zu begründen, warum dieses Buch keine 5 Sterne bekommt, weil ich es gut, also ich fand es gut, aber ich finde, es ist immer noch so ein Sprung zwischen 4 Sterne und 5 Sterne. 4 Sterne ist ein super Buch, aber 5 Sterne ist, finde ich, wirklich ein Buch, was mich komplett umgehauen hat. Vom Hocker gerissen, aus den Socken, was weiß ich was, welche Sprichwörter man da noch so alles finden kann. Also 5 Sterne ist bei mir wirklich ein Buch, was mich komplett begeistert hat, wo ich jede Sekunde lachen, weinen, irgendwas fühlen konnte, egal was, egal in welche Richtung es geht. Dieses Buch fand ich wirklich super und deswegen bekomme ich auch sehr, sehr gute 4 Sterne plus oder so. Aber 5 Sterne halt noch nicht, weil ja, es ist trotzdem eine Kurzgeschichtensammlung und ich finde, die kann einen nie so komplett vom Hocker reißen. Und deswegen halt 4 Sterne, aber wirklich sehr, sehr gute 4 Sterne. Mir hat das Buch sehr gefallen und das ist eine kleine Empfehlung an jeden für euch. Wenn ihr ganz, ganz, ganz zart beseitet seid, dann müsst ihr vielleicht nochmal überlegen, ob das vielleicht was für euch ist. Aber meines Erachtens ist dieses Buch jetzt nicht besonders schlimm. Also er weiß sich wirklich im Rahmen zu halten, ohne langweilig zu sein.
ist jetzt meines Erachtens. Vielleicht bin ich da total abgestumpft oder so, aber ich denke, ich bin da jetzt eigentlich nicht zu zart beseitet und auch nicht zu abgestumpft, was das alles angeht. Also ich fand, er hat sich gut im Rahmen gehalten. Es waren ein paar Szenen, die echt, wo man sagte, boah, ja, das ist jetzt echt krass. Aber das war gut, also das war schön an diesem Buch. Das ist halt, das hat es nicht langweilig gemacht. Also gutes Buch, schaut es euch bitte an und ja, eine kleine Empfehlung von mir an euch und somit wünsche ich euch auch einen schönen Tag und ja, genießt das herbstliche Wetter und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.